Ich habe meine Englischnote wirklich dadurch damals verbessert bekommen, indem ich halt auch Englisch außerhalb der Schule. Ja, ich merk schon. Und ich habe sehr intensiv damals Englisch gelernt. Ich habe, alle Begriffe, die man so im täglichen Sprachgebrauch dann irgendwie vernudelt. Aber ich habe durch den Konsum von pornösen Materialien. Ach, von Pornos, das habe ich gerade gar nicht mitbekommen. Ach so, ich dachte, das war. Nee. Ach so. Aber von Pornodialogen? Was? Ja, warte mal. Von Pornodialogen? Ja. Aber, ich meine, die Sprache, also soweit ich das weiß, soweit ich das überblicke, ich habe da nicht so den Überblick, aber die linguale Ausarbeitung von diesen betrieblichen Handmitteln. Es gibt auch Qualitätsware. Ich rede auch nicht vom 0815. Doch, ich rede genau vom 0815. Wem mache ich was vor? nee, aber die haben ja dann. Wie erkläre ich das? Ich habe mit Pornos sprechen gelernt. Deswegen wollte ich auch Synchronsprecher werden. Oh wei. Nee, aber die haben dann so eine Geschichte davor, dass die, ich nenne jetzt keinen Namen. Der Protagonist zum Beispiel muss ganz dringend, da gibt's Probleme im Haushalt. Nee. Das ist ja die einfachste Story, die ist in 2 Sekunden abgehandelt. Nee, genau. Gelernt habt wirklich bei diesen Sachen da, wo junge Männer in einem Auto erstmal umhergefahren sind auf der Straße und sich über alles Mögliche unterhalten haben und dann dabei ein durch Zufall natürlich auf jeden Fall bereitwilliges und immer für alles offene junge Hupfmädchen aufgegabelt haben. Ah, okay. Das heißt, und bei du hast. Die ging zum Teil bis zu einer halben Stunde davor. Da habe ich zugehört. Oh. Story. Hey. So bist du also damals zum Let's Playen gekommen. Ja, das ist der Anfang. Der Anfang, einfach. So einfach. Okay, das ist aber durch Pornos Englisch lernen, das ist aber sehr ungewöhnlich. Echt? Finde ich, weiß ich nicht. Das ist schon. Für den Christen Erik, ja, klar. Nee, ach doch nicht deswegen, aber ich meine, allein nur wegen der Dialoge. Aber gut, wenn die da halt vorher im Auto fahren und natürlich erstmal über Kunst und Wissenschaft debattieren. Die haben Rainer Maria Rilke zitiert und all sowas, klar. Ach, ja, gut, dann. Ach ja, natürlich. Berliner Hipster, der guckt natürlich nur elitäre Pornos. Ja, na klar. Mein Lieber. Gern könnte ich mal wieder einen guten. Forschung und vom Humboldt-Universität gestiftet, die Pornos, also ganz klar. Entschuldigen Sie, Gnädigste. Hätten Sie vielleicht ganz kurz die Zeit für einen gepflegten Bums? Ach, ich bin froh, dass Sie fragen. Nö, ich habe das einmal bei mir auch im Chat gesagt und also erschreckend viele haben gesagt, yo, ich auch. Ja. Endlich sag's mal jemand. Ich bin einfach zu naiv. Ja, die Welt also ist halt voller Wunder. Bei mir waren es halt Computerspiele. Ach so, okay. Ja, also Adventures damals halt so, ne? Ich habe auch meine Großmutter überredet bekommen, damals mir das ein oder andere Computerspiel, nicht Porno, Computerspiel zu kaufen. Damit ich, indem ich verspreche, ich werde dadurch aber besser im Englischen, Oma. Denn das Spiel ist ja nur auf Englisch. Ach so, na dann. Kauf. Du, sag mal. Eingeölte Spargelmuschis 27. Was ist das denn? Oh, das ist Adventure-Mutti. Omi. Das ist Englisch. Genau. So, wieder mit der Forsch. Hey. Hey, die sagt ja gar nichts. Mycelia. Ah, ja. So. Ah. Okay. Dann gibt's jetzt da und da. Okay. Gut, dann forschen wir weiter. Sehr gut. Das mit der Forschung, das wird noch ganz groß. Die mache ich ganz groß, ja. Wir haben in der heutigen Aufnahme noch nicht eine Sache angeschlossen, ne? Fällt mir gerade so wertfrei ein. Ach, anschließen, panschließen, das ist doch ja, alles. Ja. Wird überbewertet. Anschließen ist für Anfänger. Aber wenn wir dann erstmal alles angeschlossen kriegen, ne, dann ist natürlich also wow.
ich hoffe, dass es dann auch funktioniert, du. Das hoffe ich auch. Das hoffe ich. Nicht, dass wir irgendwas in eine falsche Richtung gebaut haben. Nein, oder bitte nicht. Dann klappt das gar nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Ist nicht eingestellt. Bitte nicht. Geht auseinander. Bitte nicht. Bitte nicht. Es gibt so vieles, was man falsch machen kann. Aha. Manchmal, ja, das pixelgenaue Bauen manchmal, das macht mich wahnsinnig. So. Das sind ja einfache Sachen. Hm? Ich guck gerade, das sind einfache Sachen, die wir. Ich mache jetzt auch noch ein bisschen Upgrades weiter. Das ist sehr gut. Weil jetzt gerade, glaube ich, bringt es wenig, wenn ich noch mehr Minen ranhole, weil unsere Minen sind auch relativ weit weg. Ich frage mich vor allem, wie das ist, wenn man später dann die MK2-Förderbänder, ne, wenn wir die dann easy bauen können, weil wir ja unendlich von diesen Stahlplatten kriegen, sicherlich ja, schon bald. Ja. Wie ist, müssen wir alles nochmal wegreißen und dann nochmal hinbauen, weil wir dann lauter Schnecken da überall reinschmeißen, oder? Man kann, also du meinst du, die Förderbänder kann man überschreiben, wenn du das meinst. Aber das wird ja auch dauern, oder? Oder macht ja, ihr dann, ersetzt ihr das gesamte Förderband? Nee, nein, das, nein, nein. Ja. Das wird dauern. Gut, dass die ganzen Bus hier gerade schon mit alten Förderbändern machen. Gut. Oh, Katerium? Können wir Katerium-Erze, die müssen wir wahrscheinlich auch einschmelzen, ne? Siehste? Siehste? Bestimmt müssen wir das einschmelzen. Und dann guckst du aber und sagst, oh Mann, Erik, gut, dass du hier schon die ganzen Schmelzen im Voraus gebaut hast. Du hast die große Sache also doch im Überblick. Also ich kann dir sagen, Katerium müssen wir einschmelzen, ja, weil es gibt Katerium-Barren. Die sind in der Forschung zum Beispiel dabei. Siehste, fuck, ja, ja Mann. Ich hab's immer gewusst. Die ganze Scheiße ist zu irgendwas gut. So. Hallo, da. Und wenn wir dann noch einen Bus hätten, der das Katerium-Erz vielleicht zu den Schmelzen bringt, das wäre natürlich toll. Redest du jetzt von einem fahrbaren Bus oder so das, was du gerade brauchst? Naja, so Förderbänder. Ja, Struktur. Okay. Das wäre doch toll, oder? Ja, toll wäre das voll. Mann, diese Vorteile, die man dadurch hätte. So, auch das geht. Was brauche ich denn? Schön. Sammeln wir mal alle, war? Siggi! Na, Siggi, brauche ich. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Aber Computerspiele bringen einem generell viel bei. Ich meine, du bist ja auch ein Fan von Spoonie. Mhm. Und der hat ja auch zum Beispiel gesagt, dass er überhaupt durch solche Spiele wie Ultima lesen gelernt hat. Zum Beispiel. Und auch dieses Moralsystem von Ultima damals. Ja, unübertroffen, ja, genau. Ne, wo man dann einfach beigebracht gekriegt hat, dass man selber verantwortlich ist dafür. Ja. Und nicht einfach nur im Sinne von einem Spiel so handelt, wie das, ne, dass man irgendwie sagt, entweder du bist gut oder böse. Sondern es gibt eben auch diese Grauzonen. Und je nachdem, wie du dich selber verhältst, auch wenn das gar nicht festgeschrieben ist, ja, wenn du dauernd stiehlst, bist du halt ein Arschloch. Und dann hassen dich alle. Ja. Und auch deine besten Freunde verlassen dich dann. Und so. Das und ja, schön. Genau, das mit dem Spoonie, ne, auch wo er dann erzählt hat, irgendwie gerade bei Ultima und so, dass er dann mit seinem großen Bruder zugeguckt hat und sowas. Das, genau, das, ja. Genau, ähnlich funktionieren ja auch Let's Plays tatsächlich. Aber so, dass, ne, dass das quasi auch dann ein bisschen Familien oder halt Menschen zusammengebracht hat. Wenn ich damals dran denke, ne, ich habe einen großen Bruder und dem war ich halt immer, als ich kleiner war, da ist man natürlich immer peinlich, weil man ist ja ein junger Bruder. Klar. So, aus Prinzip schon mal. Ja. Und ich habe aber dann mit einem seiner Klassenkameraden zum Beispiel, bin ich immer rüber und wir haben immer Siedler 2 gespielt. Oh. Und das war so cool. Wir haben nächtelang, die ganzen Ferien lang, nächtelang. Ich bin dann irgendwann um 4, 5 Uhr morgens nach Hause gekommen. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen in dem Alter, aber naja.
Und das war halt wahnsinnig cool. Also ne, das hat einfach auch da wieder Menschen zusammengebracht. Hm. Und das ist auch eine Zeit, die werde ich so nie vergessen. Ich auch nicht. Also ich habe auch so viel, also das ist eine Zeit, die ich eventuell anders machen würde, weil ich es heute besser weiß. Aber ich habe auch so viel Schule geschwänzt damals wegen Computerspielen. Ja, das habe ich. Ich habe das nicht unbedingt wegen Computerspielen gemacht, sondern auch wegen der Schule. Aber generell ja. Es gab immer mehrere Gründe dafür. Ja. So, oh Gott. Warst du ein Schuleschwänzer? Ein sehr, sehr großer sogar. Ich bin auch. in der 7. oder 8. Ich glaube in der 8. Klasse, ja, bin ich. Nee, warte, Moment. 6 kam ich da, in der 9. In der 9. bin ich sitzen geblieben. Wegen zu vielen Fehltagen und auch direkt von der Schule geflogen. Oh, Alter, okay, das ist aber hart. Ich hatte 100 noch was unentschuldigte Fehltage. Oh, okay. Und ja, das war halt. Ich glaube, wir sind uns in vielen Dingen, glaube ich, sehr ähnlich. Ich habe meinem Großvater damals Geld geklaut, damit ich im Internetcafé Diablo 2 spielen konnte. Okay. Ich hoffe, wir sind uns nicht so ähnlich. Nee, ich habe meinen Opa nie kennengelernt. Also ja. das nicht, nee. Aber, na gut, ich habe damals bei meinen Eltern Schulden gehabt wegen Online-Kosten. Oh, wow, okay. Ja, weil damals war ja, nicht für heute DSL-Flat und bla bla bla, sondern damals hast du ja dann immer pro Minute, glaube ich, gezahlt oder so, ich weiß gar nicht mehr genau. Und dann waren es halt auch schon mal 400 Mark im Monat. Oh, wow. Ja, da hat man dann ISDN. Und die Eltern freuen sich, wenn dann eine Leitung frei bleibt, wenn der Bub ins Internet geht oder online geht. Ja. Was habe ich gemacht? Ich habe natürlich Kanalbündelung gemacht, bin mit beiden Leitungen rein. Oh, warum auch nicht? Ja, na klar, richtig Highspeed. Nee, aber ich kann das aber nachvollziehen mit dem Internetcafé Diablo 2 spielen und so. Ich habe damals sehr viel Schule geschwänzt, sehr viel. Wir hatten so ein Cybercafé quasi. Mhm. Also, oder Computercafé hieß das, glaube ich, auch nur. Da gab es auch ganz viele Computer, da konnte man sich Spiele leihen auch. Man konnte auch direkt da so Kaffee trinken, das habe ich nicht gemacht, eher so Cola. Und dann konnte sich da hinsetzen und konnte dann da quasi spielen. Und ich habe da quasi, das hört sich komisch an, aber statt zur Schule zu gehen, bin ich dann dahin gegangen. Und habe dann eine Weile lang ja so getan, als hätte ich da einen Job quasi. Oh. Also ich habe da ausgeholfen einfach, nur dass ich kein Geld dafür gekriegt habe. Weil ich das einfach so cool fand und weil die da auch so ein, die hatten dann auch so ein 3D, ach cool, juhu. Caterium Acquisition Unlocked, additional to new equipment, boah. Building and parts utilizing basic Caterium properties. Haben wir jetzt wieder mehr Inventory Slots. R&D insisted on inflating your pocket dimension. Ja. Ja, nice, sehr geil. Mm. Cool. Nee, die hatten da so diese ganz rudimentären 3D-Geräte, sondern so Cyberspace-Geräte, so Virtual Reality-Dinger, die es halt damals so in den 90ern gab, so Lawnmower Man, also die Rasenmähermann und so entstanden sind. Ja. Genau, und da war ich halt auch öfter drin und sowas. Das war wahnsinnig cool. Irgendwann aber, ich glaube, haben meine Eltern das spitz gekriegt oder die Schule oder sonst irgendwas, dass ich einfach mal da hingegangen bin? Ich weiß es gar nicht mehr. Und dann gab es natürlich einen richtig fetten Anschiss. Ja, verständlich. Ja. Aber ich bereue das nicht. Ne? Also ich bereue die Zeit nicht. Ich auch, ehrlich gesagt, nicht ein bisschen. Nee. Ich habe zwar dadurch viel Scheiße gebaut, ich habe mir eventuell auch einiges verbaut, gar keine Frage, und meine Mutter enttäuscht. Mhm. Aber ich bereue nichts davon. Weil ich habe ja dann im Nachhinein so viel daraus gelernt. Ich meine, es wäre cool gewesen, wenn ich das vorher irgendwie gewusst hätte, keine Frage. Aber meinem Opa habe ich das erzählt, dass ich Geld gestohlen habe. Und der hat es mir verziehen, ich habe es ihm zurückgezahlt, also... Oh, das ist ja lieb. Wie viel war es denn? Alles gut. Oder spielt es keine Rolle? Wie viel war es denn oder spielt das keine Rolle? Boah, über die ganze Zeit, also ich habe meinem Opa irgendwann, als ich es mir dann halt leisten konnte, so mit YouTube und, ja doch, mit YouTube und Stream, ich habe ihm 500 Euro dann einfach irgendwann gegeben und gesagt, das stimmt hoffentlich. Also das war wirklich viel. Das war immer so, also so jedes Wochenende, wenn ich da war, so ein 20er oder ein 50er. Ah, okay. Aber hat sie dann geläppert wahrscheinlich? Wie? Ja, hat sie dann wahrscheinlich geläppert. Und für damalige Verhältnisse war das halt sehr viel. Ja, es ist heute immer noch viel. Ja, aber damals war das ja noch mehr wert sozusagen. Ja. Puh. Naja, aber gut, wenn ihr euch ausgesprochen habt und so, ne? Also das ist natürlich dann wieder klar. Klar.
Nur mal irgendwann bekommt man ja dann doch so eine Art Reife im Kopf. Mhm. Dann ja, man, das stimmt. Oh, was hab ich eigentlich? Oh, Scheiße. Die man ja auch nicht immer hat, diese Reife. Ja. Ich hoffe, dass man die eigentlich irgendwann hat, automatisch. Ja, ich habe auch immer noch ganz viele Sachen, wo ich absolut nicht reif bin, gar keine Frage. Ja, aber in einigen Dingen wird man erwachsener. Das muss man schon zugeben. Auf den Moment bezogen. Also ich kann in einem Moment sehr erwachsen, also was heißt sehr erwachsen, aber erwachsen sein. Aber im Kopf nicht immer noch ein kleines Quatschkopfkind. Genau. Also ich glaube tatsächlich, ich habe mich früher mal gefragt, woran man merkt, ne, dass man erwachsen wird, eventuell oder was auch immer. Ich glaube, es ist tatsächlich, dass man irgendwann lernt, mehr Verantwortung zu übernehmen. Ja. Für sich und für andere. Ja. Gerade Eltern dann auch für ihre Kinder und so weiter. Und das Leben als Kind ist dann auch sehr verantwortungslos, weil du lebst im gemachten Nest. Du musst halt nichts großartig erledigen. Schule, das klar. Das wird ja alles abgenommen, ja. Genau. Schule, sicherlich. Und ist auch sehr anstrengend und bla. Aber der ganze andere Kappes, der ist ja noch fern von dir. Richtig, ja. Und den kannst du, glaube ich, dann auch erst nachvollziehen, wenn es dann soweit ist, wenn du dich wirklich darum kümmern musst. Und dann hasst man das, glaube ich, ein bisschen. Ja, also das war auch einer der Gründe, glaube ich, warum ich am Anfang so depressiv war, als ich alleine war. Weil ich darauf nicht eingestellt war. Mhm. Verantwortung übernehmen zu müssen für mein Handeln. Ja, ich glaube, ich habe es auch erst über die Zeit gelernt. Ja. Vor allen Dingen auch Verantwortung sich selbst gegenüber. Ja, richtig. Mit Haushalt, mit allem drum und dran, die ganzen Kappes. Bis du dir mal irgendwann selber gefällst, bis du dich selber akzeptierst, du, das, boah. Das hat gedauert, ey. Ja. Und teilweise auch heute noch fraglich. Ja. Also meinst du das in dem Sinne, dass du Sachen machst, weil du anderen gefallen willst und nicht, weil du dir selber damit was Gutes tust, oder wie meinst du? Oh nee, das hab ich schon abgelegt, glaube ich, ein bisschen, aber ich weiß nicht. So ein bisschen, bei mir spielt immer so ein bisschen Selbsthass mit rein, glaube ich, so vielleicht auch die Erfahrung aus der Kindheit und so weiter. Ich glaube, da ist immer noch, bin mit mir selbst generell immer unzufrieden, nichts ist gut genug, was ich mache oder was ich auch, wenn ich es auch für andere mache oder sonst irgendwas, da ist aber nichts gut genug. Ja. Ja, das ist furchtbar. Und dadurch legt man sich halt selber ganz viele Steine in den Weg, weil man dann ganz viele Sachen einfach gar nicht macht. Oder ich habe schon sau viele Sachen aufgenommen, Vlogs und so weiter, die ich einfach gelöscht habe, weil ich bin einfach mega unzufrieden mit mir selbst. Oh, ich auch. Ja, das hasse ich. Ich und auch. Das dürfte ich gar nicht sagen. Also ich habe, mein YouTube-Kanal ist ja, also wird ja gerade noch nicht bedient oder nicht bedient gerade. Mm. Aber ich habe 3 komplett fertige Projekte seit 2 Jahren rumliegen. Das ist einfach so, ja. Werde ich auch niemals hochladen. Einfach weil ich mit den ersten 3 Videos schon unzufrieden bin. Das kenne ich aber sehr gut. Ich glaube, The Last of Us ist da zum Beispiel mein Meisterstück. Das habe ich fünfmal, also nicht ganz aufgenommen, aber halt die Anfänge bis hin zur ersten Stadt. Und ich habe jedes Mal wieder, ich hab's nie hochgeladen, weil ich immer unzufrieden war. Ja. Ab irgendeiner Stelle, an irgendeiner Stelle und ja. Und je mehr man sich da, ne, je mehr man von sich selbst da erwartet, desto mehr setzt man sich unter Druck. Genauso wie hier zum Beispiel mit diesen scheiß Verbindungen. Je mehr man da von sich selbst erwartet, ne, desto, ne, und je besser man das machen will, desto mehr setzt man sich unter Druck und desto schlimmer wird's und dann will man ein bisschen weglaufen. Und da muss man für Verantwortung übernehmen, weil die armen Zuschauer. Ja, das stimmt. Ne, das ist klar, quasi so ein Beispiel im Kleinen. Ja. So. Ich wünschte, ich hätte nicht mit dem Bus hier angefangen. Ach, aber egal, jetzt ziehen wir es halt auch durch. Ja. So. Ach ja, das ist schon, das Leben ist manchmal merkwürdig. Ich glaube, du bist auch mehr so der rebellische Typ immer, ne, gegen alles. Oh ja, aber das ist auch auf so eine strunzdumme Art leider bei mir zum Teil. Warum strunzdumm? Zum Beispiel als meine Mutter, damals gab es eine Musterung, wo wir alle hin mussten. Das gibt's ja, glaube ich, mittlerweile nicht mehr, diese Zwangsmusterung. Ja, ich war auch da. Ja, und meine Mutter war halt komplett dagegen, dass ich zum Bund gehe, weil meine ganze Familie auch nicht beim Bund irgendwas gemacht hat. Also ich bin einfach so groß geworden. Das wurde bei mir indoktriniert. Da kann jetzt jeder gegen sagen, was er will. Meine Familie hat mich so großgezogen. Punkt. Pazifistisch meinst du? Ja, genau, sehr pazifistisch. Ja, genau wie bei mir. Wir sind uns wirklich sehr ähnlich. Das ist ja das. Wir sind uns wirklich... Und wir sind, das Problem ist aber, meine Mutter hat gesagt, geh dahin und kiff vorher.
piss den auf den Tisch. Mach auf jeden Fall alles dafür, dass du ausgemustert wirst. Deine Mutter ist mir sehr sympathisch. Ja, jetzt im Nachhinein ist mir meine Mutter auch immer sympathisch. Aber es hat gedauert, bis es so weit kam. Okay. Und ich war halt so ein dummer, jugendlicher, wirklich Blödrebell und habe mir gedacht, alles klar, Mama will das, also mache ich genau das andere. Ah. Ich habe Mühe gegeben beim Bund oder bei der Musterung und wurde T3 gemustert, was für mich gut ist, wegen meiner Sehschwäche, wegen generell einfach, ich bin nicht groß genug und alles Mögliche. Also T3 war für mich schon super, das wollte ich sogar damals. Okay. Und habe das dann ganz stolz meiner Mutter erzählt und sie höchst enttäuscht und ich darauf sehr stolz. Das Problem an der Sache ist, ich habe mich niemals darum gekümmert, mich da abzumelden, weil das kannst du ja. Du kannst ja dann dennoch, auch wenn es diese Musterung gab, sagen so, hey, ich habe jetzt mittlerweile eine Ausbildung, eine Arbeit abgeschlossen, ich muss nicht mehr, tschüss. Ja. Hätte ich machen können während meiner Ausbildung zum Schauspieler, habe ich nie gemacht. Nach der Ausbildung kam der Brief, jo, willkommen, wir heißen Sie in einem Monat willkommen in der Kaserne hier in Neubrandenburg, viel Spaß. Wir holen sie ab. Ansonsten. Scheiße, Kacke. Also ja, ich war rebellisch, aber auf die doofe Art. Okay. Ohne nachzudenken. Ja, na gut. War bei mir, glaube ich, nicht unähnlich. Ich habe so ein konkretes Beispiel zwar nicht und ich habe tatsächlich. Warst du da beim Bund? Ja, also ich war KZH bis DZE, glaube ich, heißt es. Krank zu Hause bis Dienstende. Oh. Ja. Weil mir ging es da nicht gut. Mir ging es da wirklich überhaupt nicht gut. Nach der Ausbildung, ich habe dann depressive Schübe geschoben, weil einfach ich konnte kein Schauspiel machen, habe alles, was ich über 3,5 Jahre probiert habe, mir aufzubauen mit dem Studium, quasi dort den Bach runterfliegen sehen. Ah, okay. Und musste danach erstmal so ein bisschen peu à peu wieder auf die Beine kommen, weil ja, ich habe alles für mich zumindest verloren da. Also ein bisschen wie bei mir nach der Ausbildung, alles gemacht, alles getan, pipapo und dann am Ende kriegst du aber keinen Job. Ja. Also ja, wegen des Bundes bei mir, ja. Ach so, wegen des Bundes. Ah, okay. Nee, bei mir war es einfach, ich habe halt dauernd nur Absagen bekommen. Und das hat mich natürlich, in meinem jugendlichen, überheblichen Selbstbewusstsein damals, zumindest in dieser Sache, hat mich da natürlich ein bisschen zurückgeworfen. Ja, klar. Das würde jeden zurückwerfen, tut's auch leider. Ja, aber da kam mir mal ausnahmsweise die Dickköpfigkeit zugute. Dass ich einfach gesagt habe, weißt du was, ich scheiß da drauf, ich mache mich jetzt selbstständig. Ja, sehr gut. Ja, war das Einzige, was ich noch hätte machen können. Ja. Sonst hätte ich mich halt vielleicht noch jahrelang beworben, hätte nirgends einen Job bekommen oder wenn, dann vielleicht einen, wo ich sage, oh, ich gehe einen Kompromiss ein, muss das aber mein Leben lang machen, bin dann unzufrieden. Ja. Ja, nee. Oh, Fallschirm, was? Ach, warte, 9, 10, 11. Fallschirm? Was brauche ich dafür? Fabric und Cable. Ich mache uns mal ein paar Fallschirme. Verbraucht man immer einen, wenn man irgendwo gelandet ist? Ich glaube ja, da stand Consumable dabei. Ah, okay. Und aber man stellt relativ schnell welche her. Also ich glaube ja, das sind einfach Verbrauchsgegenstände. Du meinst also, wir sollten uns ruhig eine Fabrik machen, die unten das Lager beliefert. Ganz genau das danke. Aber siehst du, dafür ist das Lager ja auch super. Und später noch für Benzin das für und sowas. Fallschirme, klar. Ja. Mensch, Max, jetzt denk doch mal nach. So 3, warte mal. 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Ich find's ganz gut, dass du die interessanten Sachen machst gerade. Alles okay. Gerade. Oh. Die letzten. So. Ist doch auch interessant, wie du Sachen baust und dann wieder abreißt. Also. Ja, momentan baue ich einfach nur, aber vor allen Dingen Türme. Türme? Türme. Türme mit Ö. Türme. Türme, okay. Türme. Wieder so ein Sprachnazi, toll. Er ist ja Nein, Tobi jetzt erfangen. Meine Frau kann auch nicht Gurke sagen, alles gut. Das heißt ja auch Gurke. Nee, sie sagt Gulke. Gulke? Sandra sagt Gulke. Gulke? Ja, sie kann nicht Gurke sagen. Aber ich meine, Gulke? Ja, es ist eine Gulke. Sandra bestellt einen Gulkensalat. Was sehr Süßes.
Das ist sehr süß, aber warum denn Gulke? Wo kommt das denn auf einmal her? Ich habe keine. Sie kann auch nicht Regisseur sagen oder sowas. Das ist. Wir kriegen hoffentlich Green Card für Sandra. Was sagt sie denn stattdessen, statt Regisseur? Regisseur. 6, 7, 8, 9. Das ist aber süß. Ja, ist es. Tati kann nicht SpongeBob sagen. Oh, das weiß ich gar nicht. Sie sagt immer SpongeBob. SpongeBob, irgendwie sowas. SpongeBob. Und ich finde das sehr süß. Und sie denkt, ich mache mich lustig, aber ich finde das halt echt niedlich. Ich finde das auch niedlich, ja. Ne? Wenn wir Männer manchmal euch Frauen so angucken und lachen, dann weil Jüchheit. Richtig, richtig. Und auch bei Männern. Wenn ich Männer angucke und lache, dann weil die so süß sind, wenn die mich bedrohen wollen. So. Wenn der Heider wieder vor ihm steht und seine Muskeln spielen lässt. Müskelchen, genau. Ja, seine kleinen Schlumpfenmuskeln. Da ist ja alles eher so sehr kompakt im Nanobereich. Das ist wirklich, ja. Hallo Heider, hey! Ja! So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So.